Servus Leute und willkommen bei einem neuen Photoshop Tutorial. Ich zeige euch heute, wie ihr eine solche Feuerschrift erstellen könnt. Ihr macht ein neues Dokument, 1500x1000. Füllt das mit Schwarz. Nehmt eine Schriftart. Ich nehme jetzt Chopping Script, weil diese sehr schnörkelig ist und damit kann man eine gute Feuerschrift erstellen. So, wenn ihr diese weiß gemacht habt, kopiert ihr euch die Schrift. Also, ihr macht eine Kopie der Schrift. Ihr nehmt die Kopie und fügt sie in den Hintergrund ein. Steuerung E. Jetzt seht ihr, ihr habt einen Hintergrund, wo die Schrift schon eingefügt ist. So. Nachdem ihr das gemacht habt, klickt ihr auf die Hintergrundebene, nehmt den Finger und macht eure Schnörkeleien mit der Schrift, also mit der Hintergrundebene. Macht so, klickt drauf nach links und nach rechts, damit das so aussieht wie eine Flamme. Je ordentlicher ihr es macht, desto besser sieht es aus am Ende. Also strengt euch ein bisschen an. Ich zeige euch jetzt einfach nur die Grundlagen, wie es geht. So, also, ihr macht Buchstabe für Buchstabe am besten, je nachdem wie euer Feuer aussehen soll am Ende. So, also, ich habe den Brush 17 Pixel genommen, also den hier, auf 50%. Weil auf 100% sieht es richtig scheiße aus. Dann zieht ihr einfach nur so hoch und dann habt ihr hier hinten noch den Strich. Das ist der größte Dreck. Also nehmt lieber weniger Prozent. Aber darauf müsst ihr auch richtig achten. So, haben wir es auch gleich geschafft mit der Scheiße hier. Das ist halt einfach nur so ein kleiner Feuereffekt. Ich finde, es sieht eigentlich recht gut aus. Ihr könnt mir reinschreiben, wie ihr es findet. Ja, ihr könnt mir auch schreiben, ob ich eher Tutorials oder Speedarts machen soll. Das hätte ich gerne von euch gewusst. Ja. Also, dann bin ich auch gleich fertig. So. Jetzt habt ihr das gemacht und dann kopiert ihr die Ebene zweimal. Macht diese zu, lasst die Grundebene, lasst ihr grau. Nehmt diese Ebene, die zweite. Geht auf Image, Adjustments, Color Balance und wählt am besten ein starkes Rot aus. Nach dem starken Rot nehmt ihr die dritte, macht denselben Schritt, nur wählt ein starkes Gelb-Orange aus. Das könnt ihr noch ein bisschen verstärken, indem ihr wieder auf Image, Brightness, Contrast geht und den Kontrast ein bisschen anhebt. So. Nachdem ihr das gemacht habt, nehmt ihr die rote Ebene und macht da
einen Farbeffekt. Ich nehme jetzt Soft Light, weil ich finde, das sieht richtig geil aus. Bei dem zweiten ist es kein Muss noch irgendwie, also bei der gelben Ebene ist es kein Muss irgendwie jetzt noch irgendwie Overlay oder so zu nehmen, weil ich finde, es sieht schon so hammergeil aus. Ja. Also lass diese Ebene einfach normal. Können noch ein bisschen rumspielen hier. Das sieht nichts aus, ne? So. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, nehmt ihr euer erstes Textdokument. Klickt aufs Auge, so dass es sichtbar ist. Und macht Overlay. Dann seht ihr hier, die Schrift ist zu sehen, aber es ist auch nur noch ein Effekt, so dass man noch ein bisschen mehr die Schrift sehen kann. Ihr könnt natürlich auch jetzt hier die Schrift noch ein bisschen anders machen, so Color Dodge, den Effekt noch ändern, wie ihr es mögt. Ich nehme jetzt Color Dodge, ja, Color Dodge, weil man einfach noch ein bisschen mehr die Schrift erkennen kann. Also, das war mein Tutorial für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachmachen und ja, haut rein.